Durch die Zusammenarbeit mit Zofco haben wir tatsächlich unseren Umsatz verdoppelt. Von 1 Million auf 2 Millionen. Die Jungs sind selber YouTuber, die wissen, von was sie reden. Die Videos, die gehen teilweise durch die Decke und so macht das natürlich Spaß. Ich bin die Sabine und ich bin die Inhaberin und Geschäftsführerin der Firma Cosline Cosmetics. Das ist ein familiengeführtes Unternehmen. Wir sind 3 Schwestern und wir zeigen ganz normalen Frauen, wie sie sich morgens schnell und einfach schminken können, ohne ein Schminkprofi zu sein. Wir haben im Moment 6 festangestellte Mitarbeiter und wir sind, wie gesagt, 3 Schwestern, die die Geschäftsführung machen. Unsere Ausgangsposition war vor Zofco Consulting, dass wir schon einen YouTube-Kanal hatten und wir hatten so ungefähr schon 20.000 Follower und es lief am Anfang richtig, richtig gut, aber auf einmal war es, als hätte uns jemand so den Stecker gezogen. Also es lief überhaupt nichts mehr. Unser Ziel war auf jeden Fall wieder mehr Views zu bekommen auf unsere Videos. Man dreht die Videos und schneidet die Videos, stellt es hoch und nachher sehen das ein paar Leute und das ist halt sehr, sehr demotivierend. Ich hatte sehr viele Einwände am Anfang und ich war auch sehr, sehr skeptisch, weil wir schon mit vielen Agenturen zusammengearbeitet haben und wir waren da einfach gebrannte Kinder. Also wir haben gesagt, eine Agentur, oh nee. Ich habe dann aber ganz schnell gemerkt, also schon im ersten Telefonat, dass er uns schon im ersten Telefonat, was ja noch gar nichts gekostet hat, so viele Tipps gegeben hat, wo ich dachte, ah, okay, cool, da kriegst du wirklich konkret gesagt, was du zu tun hast. Und mir war auch wichtig, dass wenn wir diesen Kurs machen, dass wir danach unabhängig von der Agentur sind. Was wir erreicht haben mit der Zusammenarbeit, war auf jeden Fall, dass wir viel mehr Views wiederbekommen haben, dadurch natürlich auch viel mehr Abonnenten, also die Reichweite, die Sichtbarkeit ist wirklich stark gestiegen schon. Ich weiß noch, wir hatten, bevor wir mit den Jungs gearbeitet haben, hatten unsere Videos so ungefähr 1000 Aufrufe. Und schon das erste Video, was wir veröffentlicht haben, nachdem wir den Kurs gestartet haben, hat auf einmal 26.000 Views und wir so, yeah, geil, es funktioniert. Und es hat halt mega Spaß gemacht. Wir haben gestartet, da hatten wir 20.000 Follower. Jetzt haben wir 68.000 Follower. Das ging natürlich nicht innerhalb 2 Monate, klar. Aber es ging auf jeden Fall voran. Und ja, so macht es halt wieder Spaß, weil die Leute einfach die Videos sehen. Und dadurch, dass die Leute die Videos sehen, kaufen sie natürlich auch die Produkte in unserem Shop. Durch die Zusammenarbeit mit Zofco haben wir tatsächlich unseren Umsatz verdoppelt. Von 1 Million auf 2 Millionen. Die Zusammenarbeit mit Zofco Consulting fand ich total easy und einfach und entspannt. Also ich konnte jederzeit eine E-Mail schreiben und es kam sofort eine Antwort zurück. Es gab auch eine WhatsApp-Möglichkeit oder wenn ich schnell eine Frage hatte, konnte ich einfach kurz den Tom anrufen. Und wenn er nicht da war, hat er innerhalb kurzer Zeit zurückgerufen. Es gab sehr viele Highlights während der Zusammenarbeit, aber schon ganz am Anfang. Ich habe immer früher gedacht, man muss sich so auf die Keywords spezialisieren. Er hat schon gesagt, vergiss mal diese ganzen Keywords. Habe ich erstmal, oh cool, ja, es ist jetzt viel einfacher. Er hat gesagt, das kommt auf ganz andere Sachen an. Es waren sofort von Anfang ganz, ganz viele Aha-Effekte und ich habe so viel gelernt und ja, es war schon beeindruckend. Wir haben uns für Zofco Consulting entschieden gehabt, weil wir gemerkt haben, die Jungs sind selber YouTuber, die wissen, von was sie reden. Die haben das selber schon gemacht und es ist nicht nur eine Agentur, die so theoretisches Zeug macht, sondern die wirklich konkret sagen, macht es so, setzt es so um und dann funktioniert es. Und das haben wir sofort gemerkt, dass das auf jeden Fall stimmt. Ich würde die Zusammenarbeit mit Zofco Consulting eigentlich jedem empfehlen, der einen YouTube-Kanal hat oder einen starten möchte. Man ist am Anfang sehr mit seinen Inhalten beschäftigt und das ist schon alleine eine Riesenaufgabe, aber man weiß überhaupt nicht, was da alles noch dahinter steckt und wie viele Fehler man eigentlich machen kann. Und wenn man halt so Experten hat, dann ja, die Videos, die gehen teilweise durch die Decke und so macht das natürlich Spaß. Auf YouTube kannst du jede Zielgruppe erreichen, die du möchtest. Ich war auch sehr überrascht, weil wir machen ja Schminktipps und wir dachten, wir machen ein paar Videos und das schauen nur so Teenager an. War aber gar nicht so. Wir haben sehr, sehr viele Leute, Ü35, 40, sogar 60-Jährige. Und das sind unsere besten Videos. Ich würde jedem, egal welche Zielgruppe man hat, empfehlen, starte mit YouTube. Dadurch wirst du einfach sichtbarer, bekommst mehr Reichweite und mehr Traffic auf deine Webseite. YouTube ist auf keinen Fall Image-schadend. Seitdem wir auf YouTube sind, ist unser Umsatz gestiegen, weil eben die Leute Vertrauen zu uns haben. Sie sehen das Gesicht hinter der Firma, die sehen die Gesichter hinter den Produkten. Und das ist auf jeden Fall verkaufsfördernd und auf keinen Fall image-schadend. Wir können uns auf jeden Fall sehr viel Werbebudget sparen, denn durch die Videos, das sehen einfach viele Menschen und dadurch verkaufen wir unsere Produkte. Da müssen wir gar nicht viel Geld reinstecken. Und was viele auch unterschätzen, YouTube ist gleich Google. Da hilft uns zum Beispiel, wenn jetzt eine Frau sucht nach blaue Augen schminken.
dann kommen dann YouTube-Videos von uns schon fast an erster Stelle. Und das bei einer Riesenkonkurrenz zwischen den ganzen Kosmetikmarken, das ist schon toll. Wir haben viele Tipps bekommen, auch von Tom, weil ich habe immer gedacht, ich kann nicht so frei in die Kamera reden. Ich brauche jetzt einen Teleprompter, weil das ist ja schrecklich, meine Sätze hier. Und der Tom hat gesagt, bist du verrückt? Auf gar keinen Fall einen Teleprompter. Sprich einfach so, wie wenn du mit einer Kundin normal sprechen würdest oder mit einer Freundin. Gib einfach einen Tipp von dir zu einer anderen Person und denk nicht, da sind Tausende, die dich jetzt auf einer Bühne beobachten, sondern sei ganz locker. Ich habe am Anfang gesagt, ich persönlich möchte ja gar nicht bekannt werden. Ich will einfach, dass unsere Marke bekannt wird. Und ich hatte da sehr große Bedenken. Aber wir haben mittlerweile 68.000 Follower und ist noch nichts Schlimmes passiert. YouTube lohnt sich auf Dauer auf jeden Fall. Wir haben, ich weiß nicht, ich habe vor 3 Jahren ein Video gedreht, das ist ja jetzt immer noch auf YouTube und arbeitet Tag ein, Tag aus, Jahr ein, Jahr aus, immer noch und bringt immer noch Reichweite und jeden Tag neue Leute zu uns, auch dann in den Shop. Also das lohnt sich auf jeden Fall.